Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 10.5 Einseitiger Signifikanztest Teil 1. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich will aber kein Spiel spielen. Doch, lass uns doch ein Spiel spielen. Ich habe hier einen Würfel. Aha. Und Sie dürfen ihn 12 Mal werfen. Für jedes Mal, wo Sie eine 6 würfeln, gebe ich Ihnen 10 Euro. Da ist ein Haken. Da ist garantiert ein Haken, das weiß ich. Nee, die müssen mir nur einmal am Anfang 10 Euro geben. Also ich gebe Ihnen 10 Euro und für jedes Mal, wo ich bei 12 Mal würfel, eine 6 würfel, kriege ich 10 Euro zurück. Richtig. Ist doch wunderbar. Dann mache ich gleich. Also 10 Euro. Er macht's. Gut, dann würfeln Sie mal. Ja, nee, also ganz ehrlich, bei einer Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel, da kommt nach meinem Verständnis schon 2-mal eine 6 raus. Ich will mein Geld zurück. Nee, der Würfel ist ganz normal, der ist nicht gezinkt. Es kann schon mal sein, wenn man 12-mal wirft, dass auch kein einziges Mal eine 6 kommt. Okay, einverstanden, es mag ja sein, aber ich glaube Ihnen trotzdem nicht. Also machen wir einen Test, ob Ihr Würfel wirklich nicht gezinkt ist. Okay, von mir aus können wir gerne einen Test machen, aber dann schreiben wir es übersichtlich auf, okay? Wir testen also, liefert mein Würfel zu wenig Sechsen? Gut. Sie behaupten, dass Ihr Würfel genug Sechsen liefert. Also Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ist ein Sechstel. Genau. Ich sage, die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ist auf jeden Fall kleiner als ein Sechstel. Sonst hätte ich eine 6 gewürfelt. Also Entschuldigung. Okay, dann machen wir aber welchen größeren Test. Sagen Sie, Sie müssen 120 Mal würfeln. Okay, und wir sagen, die Zufallsvariable zählt die Anzahl der Sechsen, die ich werfe. 120 Mal werfen, bitte schön. Okay. Ja, das mag anstrengend sein, 120 Mal zu würfeln, aber ich habe ihn überführt. Ja? Ich habe nämlich 15 Mal eine 6 gewürfelt. Bei 120 Würfen ein Sechstel, da sollten es um die 20 Sechsen kommen, nicht nur 15. Also ganz ehrlich, sorry, ich will mein Geld. So, reine Spekulation. Ich zeige Ihnen mal die Mathematik dahinter. Rufen Sie mal meine Binomialverteilung auf. Okay, wir machen davon eine Binomialverteilung. Ja, sehen Sie, ganz einfach. Wir betrachten jetzt mal dieses Teil und dann werde ich euch zeigen, dass er wirklich Quatsch erzählt. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was wir hier sehen. Die Linealverteilung auf der x-Achse sind alle möglichen Treffer, also r angegeben, natürlich von 0 bis eigentlich 120. Wir haben es jetzt nur hier bis 45 aufgetragen, weil danach die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr als 45 Sechsen würfelt, klar, die ist sehr gering. Mit seinem Würfel vor allem noch 3-mal. Und auf der y-Achse nach oben habe ich die Wahrscheinlichkeit aufgetragen, dass unsere Zufallsvariable, die Anzahl der Sechsen, eben r ist. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn r 20 ist, also die Anzahl der Sechsen 20, das ist dieser Balken, das ist ungefähr 0,1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 0,1, also ca. 10%, dass ich, wenn ich 120 mal würfe, 20 Sechsen habe. Okay, verstehen Sie? Ja, einverstanden, einverstanden. Okay. Und Sie haben jetzt 15 mal eine 6 gewürfelt. Ja, hier. Ja, sehen Sie, das kann doch auch zufällig sein. 5% der Fälle tritt es auch auf. 5%? Ich biete Sie 5%, ist total unwahrscheinlich. Ja, und was wäre dann für Sie okay? Wenn ich 19 Mal eine 6 gewürfelt habe, wäre das noch okay? Nein, für mich ist dann okay, wenn ich 20 Mal eine 6 kriege bei diesem Experiment. Dann ist der Würfel in Ordnung. Ah, nur wenn ich 20 Mal oder mehr eine 6 kriege. Ja, dann ist er eben, ich will mein Geld zurück. Da machen Sie aber einen Riesenfehler. Einen Riesenfehler, sage ich Ihnen. Denn es gibt... So wie der Würfel ist, und so ist er auch, diese Binomialverteilung von fairen Würfel, da kann ja auch rauskommen, dass man 19 Mal oder weniger eine 6 würfelt. Ich zeige Ihnen mal die ganzen Fälle. Hier sehen Sie mal, das sind alle Fälle hier blau. Und da sehen Sie auch, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich 19 Mal oder weniger eine 6 würfel, auch wenn der Würfel, wie ich sage, ganz normal ist. Ich bleibe dabei, der ist gezinkt. Wir rechnen die Wahrscheinlichkeit mal aus. Mathematik kommt zuerst. P... dass x kleiner gleich 19 ist. Okay, Sie wollen die Wahrscheinlichkeit wissen, dass wir bei diesem Versuch 19 Mal oder weniger eine 6 würfeln. Genau, wenn es ein ganz normaler Würfel ist. Ja, und das könnt ihr auch ausrechnen mit eurem GTR. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Sehen Sie, die Wahrscheinlichkeit ist 0,4620, also 46,2%.
Ja, okay, ich gebe ja zu, es ist hochwahrscheinlich, dass man auch 19 oder weniger hat. Aber nehmen wir meine, ich hatte nur 15, ja? Jetzt rechnet mal aus hier, p von x kleiner gleich 15. Und da werde ich Ihnen zeigen, wie unwahrscheinlich das ist. Ja gut, das könnt ihr auch mal machen. Macht's mal. Lösung sind 3, 2, 1. So, das Ergebnis, dass px kleiner gleich 15 ist, ist 0,1334. Also 13,34%. Und Sie sehen auch da drüben hier im Diagramm diese blauen Flächen. Da ist noch relativ groß, dass man auch im Normalfall, wenn man mal einen würfelt, was es ja ist, 15 Mal oder weniger eine 6 würfelt. Okay, okay, ich sehe es ein. Ja, der war nicht gezinkt. Ja, Sie können die 10 Euro behalten. Dankeschön. Meine Frage wäre aber angenommen, ich gerade es an einen bösen Menschen, nicht so einen guten Menschen wie Sie, sondern ich gerade an jemanden Böses. Und der spielt dieses Spiel mit mir. Und dann wird es noch schlimmer. Und ab wann kann ich denn vermuten, dass der Würfel wirklich gezinkt ist? Ach so, ja, das kann ich Ihnen und auch euch zeigen. Aber dazu brechen mal bitte p von x kleiner gleich 13 und p von x kleiner gleich 12. Okay, das kriegt ihr hin. Die Lösung gibt es wieder in 3, 2, 1. So, wir haben die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. P von x kleiner gleich 13 ist 0,0501, also knapp über 5%. P von x kleiner gleich 12 ist 0,0275. Also 2,75%. Mhm. Gut. Und hier ist sozusagen eine magische Grenze. Denn man legt einen Test in Wirtschaft, Industrie und Abi immer so an, dass diese blauen Flächen, die wir hier links auch gezeichnet haben, die aufsummierte Wahrscheinlichkeit, kleiner gleich 5% sein soll. Und bei uns ist sie auch bis 12 kleiner als 5%. Nämlich unsere 2,75%. Und ab 13, da ist sie größer als 5%. Das heißt, hier ist die Grenze zwischen 12 und 13. Okay, wenn ich jetzt also 12 mal oder weniger Sechsen würfle bei 120 mal würfeln, dann ist der Würfel wahrscheinlich gezinkt. Also meine Hypothese ist richtig. Richtig. Und wenn ich 13 mal oder öfters eine 6 würfel bei 120 würfeln, dann ist der Würfel höchstwahrscheinlich nicht gezinkt. Dann ist meine Hypothese richtig. Ach, hätte ich doch 12 Mal geworfen. Okay, das heißt aber für die Zukunft müssen wir uns Folgendes merken. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir haben eine leere Fläche. Das hat seinen Grund. Ja, und zwar haben wir diesmal gar keinen allgemeinen Teil. Den haben wir im nächsten Video. Im nächsten Video machen wir den allgemeinen Teil für dieses Video und das nächste Video, weil die hängen zusammen. Aber den Aufschrieb vorher, jetzt vom Beispiel, also von der Einführung, den macht ihr bitte und dann kommen wir zur Aufgabe. Nach einer früheren Umfrage befürworten 70% die Sommerzeit. Eine Bürgergruppe behauptet aber, dass der Anteil der Befürworter mittlerweile geringer sei. Sie lässt dazu einen Test durchführen. Die Behauptung der früheren Umfrage wird als Nullhypothese genommen und auf Basis einer Umfrage unter 100 Einwohnern auf einem Signifikanzniveau von 5% getestet. A. Bestimme den Annahme- und den Ablehnungsbereich des Tests und B. Bestimme die Irrtumswahrscheinlichkeit. Gut, dann fangen wir mal mit der Aufgabe A an, also die Annahme und den Ablehnungsbereich des Tests bestimmen. Gut, bei dem Test haben wir immer eine Nullhypothese. Was ist denn hier die Nullhypothese? Ja, das ist die ursprüngliche Annahme. Und die ursprüngliche Annahme ist, dass 70% die Sommerzeit befürworten. Dem entgegen steht bei einem Test immer eine Alternativbehauptung. Und die ist hier, dass die Anzahl mittlerweile geringer sei. Wenn wir das auf Wahrscheinlichkeiten beziehen, dann ist es oben 70% befürworten bei H0. Das wäre ursprünglich unser klein p gleich 0,7. Und mittlerweile geringer heißt, naja, dass es p kleiner als 0,7 ist. Und das schreiben wir mal kurz auf. So, unsere Nullhypothese H0 ist p gleich 0,7, eben diese 70% von oben. Unsere Alternativhypothese ist p kleiner als 0,7, weil eben diese Bürgergruppe sagt, dass es mittlerweile geringer ist. Und damit weiß man, dass es sich um einen linksseitigen Test handelt, wegen dem kleiner. Gut, was auch wichtig ist, genauso wie bei allen anderen Aufgaben zur Binomialverteilung, wir müssen unsere üblichen kleinen Ergänzungen machen. X, erstmal beschreiben, was es tut, das ist die Anzahl der Befürworter. Und X ist bei wahrer Nullhypothese binomial verteilt mit n gleich 100 und klein p gleich 0,7.
So, was wir jetzt als erstes machen, ist, wir beschäftigen uns mit dem gesuchten Ablehnungsbereich. So, wir schreiben immer beim linksseitigen Test hin, unser Ablehnungsbereich, der geht von 0 bis G. Was heißt denn das? Naja, da sind jetzt alle Trefferzahlen drin, bei denen wir sagen würden, okay, wenn das beim Test rauskommt, ist es unrealistisch. Wir sagen hier ursprünglich, wir haben 70% Befürworter. Mhm. Bei 100 Leuten wären das also, wenn man es genau nimmt, also einen Erwartungswert nimmt, 0,7 mal 100, 70. Uns ist, glaube ich, klar, wenn bei so einem Test rauskommt, dass gar niemand oder nur eine oder nur zwei Personen gesagt haben, ich befürworte es, dass dann die Wahrscheinlichkeit von 70% nicht hinhaut, das ist relativ klar. Die Frage ist aber, wie weit geht es rüber? Also bis zu welchem G sagen wir, okay, das kann nicht sein. Und dieses G suchen wir gerade. Genau, wir suchen also dieses G, wo wir die Wahrscheinlichkeit bis dahin aufsummieren, also das waren diese ganzen Balken links von 0 bis G, die aufsummieren, dass diese Wahrscheinlichkeit immer noch kleiner als 5% ist. Im Extremfall vielleicht gleich, aber im Normalfall immer kleiner als 5%. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, gleich oder weniger als 5% ist. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Gut, und wir müssen dazu jetzt einfach einige Werte berechnen. Also wir überlegen mal, der Erwartungswert hier ist 0,7 mal 100. Also 70 wäre der Erwartungswert, 70 Befürworter. Gut, jetzt muss ja unser G links davon liegen, also weniger als 70. Genau, weil wir suchen ja sozusagen eine Ansage, wo wir sagen, okay, wenn es so wenige sind, dann sind die 0,7 nicht mehr realistisch. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weg von der 70, vielleicht 60 oder so und rechnen einfach mal aus, schreiben es auch auf, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zufallsvariable kleiner gleich 60 ist. Gut, das könnt ihr. Ihr müsst n angeben, ihr müsst klein p angeben, ihr müsst die 60 angeben, Binomial cd im WTR. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Also, hier kam raus 0,0210. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es 60 oder weniger Befürworter ist, ist ungefähr 2%. Recht gering. Ja, sogar noch deutlich unter diesen 5%, die wir suchen. Das heißt, wir können mit dieser Zahl höher gehen. Naja, sie muss also zwischen 60 und 70 liegen. Probieren wir mal 65. Okay, und das könnt ihr jetzt direkt selber wieder ausrechnen. Wieder eingeben in den WTR. Binomial-CD für p von x kleiner gleich 65. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, hier kam raus 0,1629. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es 65 oder weniger Befürworter sind, ist ungefähr 16%. Aber das ist zu viel. Ja, das liegt weit über unserem Signifikanzniveau von 5%. Also heißt es, wir müssen irgendwo zwischen 60 und 65 suchen, also 61, 62, 63 oder 64. Das könnt ihr jetzt mal machen. Und die Lösung, was es dann wirklich ist, gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben rausgekriegt, bei 61 ist es 0,034, also so 3,4%. Bei x kleiner gleich 62 ist es 0,053, also ein bisschen mehr als 5%. Und hier haben wir aufgehört aufzuschreiben. Warum? Naja, weil die beiden Werte genau das liefern, was wir wollen. Wir sehen, für 61 liegt es noch unter 0,05 und für 62 liegt es schon über 0,05. Das heißt, die 61 ist wirklich die größte Zahl, sodass die Wahrscheinlichkeit noch kleiner ist als 0,05. Das heißt also, unser Ablehnungsbereich oben, der von 0 bis g geht, der endet bei der 61. Und das können wir uns jetzt auch entsprechend aufschreiben. So, der Ablehnungsbereich der Nullhypothese geht, wie gesagt, von 0 bis 61. Entsprechend geht der Annahmebereich von 62 bis 100. Wichtig ist, dass man auch immer die Entscheidungsregel mit angibt. Und die wäre hier, wenn bei einem Test 61 oder weniger Befragte die Sommerzeit befürworten, dann verwirft man die Nullhypothese und geht davon aus, dass es weniger als 70% Befürworter gibt. Weil es einfach doch nicht sein kann, dass so wenige Leute jetzt zustimmen, wenn doch angeblich 70% aller Menschen dafür sind. Okay, dann kommen wir zu B, bestimme die Irrtumswahrscheinlichkeit. Jetzt erstmal die Frage, was heißt denn Irrtum? Wann tun wir uns denn irren hier? Also irren heißt, ich mache eine Umfrage, frage 100 Leute und aufgrund des Ergebnisses, das rauskommt, sage ich, ne, die 70% stimmen nicht. Zum Beispiel, weil ich rausfinde, 25 Leute haben gesagt, ich mag die Sommerzeit nicht. Und wir wissen, das liegt im Ablehnungsbereich. Es müssten eigentlich um die 62 rauskommen. Und jetzt ist es aber so, zufälligerweise habe ich gerade eine Stichprobe gefunden, wo wirklich nur 25 Leute dafür waren. Dann habe ich mich geirrt.
Ja, klar, kann ja sein, dass zufälligerweise, wenn man den Test macht, 25 Leute jetzt sagen, nee, nur wir befürworten wirklich die Sommerzeit, aber in Wirklichkeit befürworten wirklich 70% oder mehr die Sommerzeit. Denn es können ja ein paar Millionen Leute sein, auf die diese 70% gelten, und ich erwische halt gerade 100 Leute, wo eben nur 25 dafür sind. Das kann sein. Das heißt aber, wir haben diese Irrtumswahrscheinlichkeit schon da stehen. Das ist nämlich genau diese hier, p von x kleiner gleich 61, also diese 3-4%. Genau, weil das geht ja davon aus, dass unsere Nullhypothese stimmt, also wirklich 0,7 unsere Wahrscheinlichkeit ist. Und es gibt den Fall, in 3,4% aller Fälle lande ich tatsächlich bei 61 und weniger, die sagen, ja, es ist gut. Und das können wir also genauso aufschreiben. So, wir haben das also aufgeschrieben und schreiben noch dazu, die Irrtumswahrscheinlichkeit beträgt 3,4%. Gut, das war jetzt das Verfahren vom linksseitigen Hypothesentest. Das sollten wir jetzt einige Male üben, damit diese Denkweise einfach bei euch reingeht. Ihr werdet sehen, das ist gar nicht so schwer. Man muss nur einmal verstanden haben, warum man das eigentlich macht. Und weitere Aufgaben dazu gibt es wie immer im Unterricht. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.